Wie weit prägt die Furcht vor einem revolutionären Umsturz die Wahrnehmung der sozialistischen Arbeiterbewegung Kaiserreich? Das ist immer eine Ausgangsfrage, von der ich ausgehen möchte. Wie beeinflusst die Revolutionsangst die Deutungsmuster ihrer Gegner und die Aktivitäten der Polizei, der politischen Polizei, die sich mit der Überwachung dieser jungen Arbeiterbewegung beschäftigen sollte? Was hatte dies mit dem Selbstverständnis auch und der Selbstpräsentation der Sozialdemokraten in dieser Zeit zu tun? Und wie wirkten die Außenwahrnehmung, also das Bild, das man von ihnen hatte, und die Stigmatisierung durch Politik, antisozialistische Verbände und die Polizeibehörden, wie wirkt das wiederum zurück auf diese Arbeit? Bevor ich diese Fragen etwas genauer skizziere und hin und her wenden möchte, erscheint es mir aber sinnvoll, zunächst mal einen Blick auf die Erfahrungs- und Wahrnehmungskonstellation zu werfen um die Mitte des 19. Jahrhunderts, also in den 50er, 60er, auch frühen 70er Jahren, 1870er Jahren, um sowas wie die mentale Ausgangssituation für das Folgende zu umreißen. Der bedeutende Historiker Reinhard Koselleck hat einmal dieses Begriffspaar vom Erfahrungsraum und Erwartungshorizont geprägt. Das ist so eine dieser griffigen Formeln, die dann gerne immer wieder zitiert werden. Und da möchte ich auch anknüpfen an dieses Begriffspaar. Denn es lohnt sich, dass wir uns in Erinnerung rufen, wie sehr der Erfahrungsraum der Zeitgenossen in der Mitte des 19. Jahrhunderts und auch noch in den Reichsgründungsjahren, 1870 herum, wie sehr der Erfahrungshorizont durch die Jahrzehnte der Revolutionen seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert geprägt worden ist. Eine Erfahrung, die wiederum den Erwartungshorizont, also die Vorstellung von Zukunft, beeinflusste. Sei es positiv im Sinne von Revolutionshoffnungen, Revolutionserwartungen oder eben negativ als Revolutionsfurcht. Das Dreivierteljahrhundert vor der Gründung des Deutschen Kaiserreichs kann man, wenn man mal den sozusagen so wegrückt und aus der Vogelperspektive darauf schaut, kann man als fast ein Dreivierteljahrhundert revolutionäre Ereignisse erzählen. Angefangen mit der Französischen Revolution von 1789 folgende und den quasi Erschütterungen, die von da aus durch ganz Europa gingen, über die revolutionären Erhebungen in den frühen 1830er Jahren, die französische Julirevolution von 1830, den polnischen Novemberaufstand von 1830, die blutig niedergeschlagenen der Juniaufstand in Paris von 1832, 800 Tote in ein paar Tagen, bis hin zur europäischen Revolutionswelle von 1848-49, die erstmals auch die deutschen Staaten erreichte. Der gescheiterte polnische Aufstand von 1863 gehört ebenso in diesen europäischen Erfahrungszusammenhang von Revolutionen wie die Pariser Kommune von 1871. Also eine Folge von Umbrüchen, revolutionären Ereignissen, die den Zeitgenossen auch noch der Reichsgründungsjahre deutlich vor Augen stand. Also die Vorstellung einer latenten, sich möglicherweise in naher Zukunft aktualisierenden Bedrohung der politischen Ordnung durch eine neue Revolution, in diesem seit 1789 andauernden Zeitalter der Revolutionen, das war Anfang der 1870er Jahre bei nicht wenigen bürgerlichen Beobachtern sehr präsent. Also solch eine Vorstellung, dass das passieren könnte. So meinte zum Beispiel der Historiker Jakob Burckhardt, der eigentlich sich eher mit älteren Epochen beschäftigt hat, in einer Vorlesung über das Zeitalter der Französischen Revolution, die er 1871 hielt, ich zitiere, dass eigentlich alles bis auf unsere Tage im Grunde lauter Revolutionszeitalter ist und wir stehen vielleicht erst relativ an den Anfängen oder im zweiten Akt, denn jene drei scheinbar ruhigen Dezennien, Jahrzehnte von 1815 bis 1848 haben sich zu erkennen gegeben als einen bloßen Zwischenakt in einem großen Drama. Dieses aber scheint eine Bewegung werden zu wollen.
dieses große Drama, eine Bewegung werden zu wollen. Also, das verweist auf eine ungewisse Zukunft in einem möglicherweise andauernden Revolutionszeitalter. Das ist sozusagen so eine Grundstimmung, die sich hier beobachten lässt. Und vor allem der Kommunenaufstand, das ist sozusagen das erste Stichwort, was ich hier notiert habe, der durch die französische Niederlage im Deutsch-Französischen Krieg von 1870-71 ausgelöst worden ist, dieser ist im entstehenden Deutschen Kaiserreich intensiv wahrgenommen worden. Die Pariser Erhebung und die Gewaltexzesse bei ihrer Niederschlagung, angeblich sind an die 17.000 Personen massakriert worden von den Regierungstruppen nach diesem Aufstand. Weitere 38.000 Personen wurden in Schnellverfahren abgeurteilt, viele in die Verbannung, in die Kolonien deportiert. Diese Pariser Erhebung aktualisierte die Revolutionserfahrungen der zurückliegenden Jahrzehnte auf dramatische Weise. Ein späterer Interpret hat einmal bemerkt, zitiere, die historische Bedeutung der Pariser Kommune beruht vielleicht weniger auf ihren unmittelbaren Auswirkungen, das, was geschah dort in Paris, als auf den Mythen, die sie inspiriert hat. Ende des Zitats. Und das trifft sicherlich auf die Wahrnehmung des Ereignisses im deutschen Kontext zu. Die Kommune wurde zu einem Teil des Gründungsgeschehens des Kaiserreichs. So könnte man, glaube ich, nur mit geringer Übertreibung formulieren. Der lange Schatten der Kommune war nämlich Ausgangspunkt sowohl für eine positive Mystifikation der Revolution in der entstehenden sozialistischen deutschen Arbeiterbewegung, wie für deren negative, antirevolutionäre Mystifikation als Schreckbild, das die Revolutionsfurcht der Regierenden aktualisierte. In der frühen Sozialdemokratie, die sich ja in den 1860er Jahren gründete, zunächst in unterschiedlichen Organisationen, dann in den 1870er Jahren schließlich zu einer einheitlichen Partei zusammengeführt wurde. Also in dieser frühen Sozialdemokratie lebte ohnehin die Erinnerung an die 48er Revolution noch relativ stark und war Ausgangspunkt für so etwas wie eine positive Revolutionserwartung. Also nochmal Erfahrungsraum jetzt der 48er Revolution, das wirkt hinein in dieses frühe Kaiserreich. Wilhelm Hasenclever etwa, einer dieser frühen Sozialdemokraten, meinte auf einer Märzfeier im Jahre 1874, also einer Feier, die an die Märzereignisse von 1848 erinnern sollte, die Revolution von 1848 ist mehr das letzte blutige Zucken des großen Gewitters von 1789 bis 1793 gewesen, während der Kommunenkampf von 1871 das Wetterleuchten einer großen Zukunft bedeutete. Also man sah hier sozusagen die Zukunft in diesen Pariser Ereignissen. Und mit dieser Deutung stand er nicht allein. Karl Marx hat mit Blick auf die Kommune gemeint, dass die französischen Arbeiter nur die Vorhut des ganzen modernen Proletariats bilden. Die größte öffentliche Wirkung in diesen quasi linken Würdigungen dieses Ereignisses in Paris, die wohl größte Wirkung in dem Zusammenhang hatte vermutlich der sozialdemokratische Parteiführer August Bebel, der gleichzeitig Reichstagsabgeordneter 1871 unter dem unmittelbaren Eindruck der Ereignisse ausrief, Zitat, das, was sich gegenwärtig in Paris ereignet, ist nur ein kleines Vorpostengefecht von dem, was einst ganz Europa bevorsteht. Krieg den Palästen, Friede den Hütten, mit diesem Schlachtruf wird dereinst sich das gesamte europäische Proletariat erheben. Ende des Zitats. August Bebel im Reichstag. Bei dem Feuerkopf Johann Most, der sich später von der Sozialdemokratie abwandte und im amerikanischen Exil als wortgewaltiger Verfechter des Anarchismus wirkte, bekam diese Revolutionserwartung eine geradezu eschatologische Dimension, sozusagen ein Weltgericht herbeisehnend. 1872 prognostizierte Most in einer Rede in Glauchau, Zitat, ja, die Sündflut wird kommen. Ein furchtbares Ungewitter wird wie ein Sturm dahinfegen und diejenigen auskehren, die sich ihm in den Weg stellen. Wir, die Sozialdemokraten, haben die Sache nicht in der Hand. Wir können darüber nicht entscheiden, ob auf dem Wege der Reform oder der Revolution unsere Prinzipien verwirklicht werden können. Das haben unsere Gegner in der Hand. Werden sie sich dieser Bewegung entgegenstemmen, dann wird es ihnen gehen wie den Leuten, die einen Sturm aufhalten wollten. Und es wird dieser Sturm der Zeit aus seinen Ufern treten und wird alles überschwemmen.
Ende des Zitats. Also in dieser bildhaften, bildkräftigen, ja an ganz deutlich an religiöse Vorbilder anknüpfenden Sprache wurde die Revolution beschworen. Eine Revolutionsrhetorik, die einerseits die Anhängerschaft der jungen Arbeiterbewegung mit einer positiven Zukunftserwartung ausstattete, andererseits aber deren Gegner mit propagandistischer Munition gegen die Sozialdemokraten versorgte, die als revolutionäre Bedrohung der politischen und sozialen Ordnung ausgegrenzt und bekämpft wurden. Dabei zeichnete sich ausgerechnet diese Mostsche Eschatologie, die ich eben zitiert habe, bereits durch ein Revolutionsverständnis aus, das in den folgenden Jahrzehnten in der deutschen Sozialdemokratie zum Dominierenden werden sollte. Revolution war nicht etwas, was aktiv angestrebt, betrieben und gemacht werden musste, sondern ein zu erwartendes Ereignis, ein großer Sturm, der irgendwann aufziehen würde, das mit quasi naturgesetzlicher Notwendigkeit die bestehenden Verhältnisse umwälzen würde. Auf Seiten der Ordnungsmächte. Also ich hatte jetzt ja erstmal einen Blick geworfen auf das, was sich so an Revolutionsvisionen in dieser jungen sozialistischen Arbeiterbewegung zeigt. Aber wenn man auf die andere Seite schaut, auf Seiten der Ordnungsmächte hatte sich bereits in der vorrevolutionären, also vor 48er Zeit, in der Ära Metternich im Vor- und im Vormärz, ein Gegnerbild etabliert, dass die entstehende politische Öffentlichkeit und diese bunte Mischung aus liberalen und nationalen, manchmal republikanischen und demokratischen Bestrebungen als potenziell revolutionäre Kräfte misstrauisch beobachtete. Also diese Beobachtung dieses Feldes etablierte und institutionalisierte sich schon in den 30er Jahren. Die Anfänge einer politisch-polizeilichen Überwachung dieser Bestrebungen im Mainzer Informationsbüro, wie es genannt wurde, eine verdeckte Beobachtungs- und Koordinationsstelle, wurde es begonnen. Und in den 1850er Jahren wurde diese politisch-polizeiliche Beobachtung im sogenannten Polizeiverein der bedeutenderen deutschen Staaten in veränderter Form weitergeführt. Das war keine große Polizeiorganisation, wie man sich das im 20. Jahrhundert vorstellt und wie sie da auch existierte, sondern eher ein informeller Zusammenschluss führender Polizeibeamten aus den Haupt- und Residenzstädten sieben deutscher Staaten, die jetzt sich austauschten, Informationen zirkulieren ließen, auf regelmäßigen Konferenzen berieten, wie das mit diesen aufrührerischen Bestrebungen steht, und schriftliche Dossiers über die Umtriebe der Revolutionspartei anlegten, um sie im Blick und unter Kontrolle zu halten. Vor allem in den ersten Jahren nach der 48er Revolution neigte man dort zu einer dramatischen Überzeichnung und hysterischen Fixierung auf diese traumatische Konstellation von Konspiration, internationaler Revolution und Fürstenmord, so wie hat das Wolfram Siemann, der hierzu die einschlägigen Forschungen vorgelegt hat, einmal pointiert zusammengefasst. Arbeitsweise und Ziel dieser frühen Anfänge politischer Polizei, höherer Polizei, wie man es in der Zeit gerne nannte. Arbeitsweise und Ziel dieser politischen Polizei waren bis in die 1860er Jahre, also bis ins Vorfeld der Reichsgründung, von einem Feindbild geprägt, das um die Vorstellung einer zentral gesteuerten, womöglich international verflochtenen, im Geheimen operierenden, revolutionären Verschwörung kreiste. Das war sozusagen das Feindbild, was man vor Augen hatte. Wusste man genug über die führenden Köpfe dieser Bewegung, so die Prämisse, dann war man in der Lage, deren Pläne zu durchkreuzen. Die kollektive Revolutionserinnerung und die populäre, wenn auch diffuse, eschatologisch verbrämte und mit eigentlich keiner entsprechenden Praxis verbundene Revolutionserwartung in der jungen Arbeiterbewegung bildete den einen und wahrscheinlich den wichtigsten Ausgangspunkt für die Revolutionsfurcht der regierenden Kreise und der Polizeichefs in den deutschen Staaten. Hinzu kam aber ein weiterer Faktor, den wir mit im Blick behalten sollten, der die Sache ein bisschen komplexer macht, der eher etwas mit dem Stil und dem Habitus dieser Arbeiteraktivisten der 1860er, 1870er Jahre zu tun hat. Thomas Welskop, der Kollege, der in Bielefeld lehrt und forscht, hat dies in einer großen Studie zur Frühgeschichte der Sozialdemokratie genau beschrieben und analysiert. Die sozialdemokratische Vereins- und Versammlungspraxis
bezog ihre Attraktion nicht nur aus der Forderung, aus den politischen Forderungen, aus der Forderung nach Anerkennung, nach Demokratie, nach sozialer Gerechtigkeit, sondern lebte auch von der Inszenierung von so etwas, was Welskop kampfbereite Männlichkeit genannt hat. Die Volksversammlung, die öffentlichen Debatten in den 1860er, 1870er Jahren, in denen sich die verschiedenen sozialdemokratischen Richtungen einerseits von den bürgerlichen Liberalen absetzten, andererseits miteinander konkurrierten, die lebten weniger von dem gesitteten, disziplinierten Austausch, höflichen Austausch politischer Argumente, als vielmehr von einem demonstrativen, bald ernsthaften, bald spielerisch-ironischen Inszenieren des politischen Kampfes. Eine sehr auch emotional geladene Art des Politisierens war das. Man legte zwar Wert darauf, als seriös zu gelten, die Regeln der parlamentarischen Debatte zu beachten und als solche, als Repräsentanten des Volkes anzuerkennen, aber nicht selten eskalierten die Zusammenstöße mit dem politischen Gegner und gingen Versammlungsdebatten in großes Hallo und in Saalschlachten über. Von einer Versammlung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins in Glückstadt, wenn ich mich recht erinnere, gehört das zu Schleswig-Holstein, nicht? Also nicht allzu weit von hier. Also von einer Versammlung in Glückstadt im Jahr 1871 wird berichtet, alsbald ertönte im mächtigen Chor die Marseillaise. So, die wurde gesungen. Bleich und voll Angst standen die Gegner da. Und als sie den festen Zusammenhalt der unseren sahen, ergriffen sie Hals über Kopf die Flucht. So, klang diese Versammlung aus. Skandal, Tumult und Leidenschaft. Das waren die Würze mancher Arbeiterversammlungen und wenn es besonders hoch herging, konnte es auch zum Zusammenstoß mit der Obrigkeit kommen. Als im Frühjahr 1869 der überwachende Polizeikommissar eine Sitzung des Lasalleschen Arbeitervereins in Mönchengladbach auflösen wollte, kam es zu einem Tumult. Der, Zitat, nicht unbedeutende Verwundungen mehrerer herbeigerufener Gendarmen und Polizisten durch Messerstiche respektive Schläge mit Biergläsern zur Folge hatte. Und weiter hieß es in dem Bericht, Zitat, nach erzwungener Räumung des Lokals setzte die zu Tausenden angewachsene Menge die Exzesse durch Einwerfen von Fensterscheiben in der Weise fort, dass die hiesigen Behörden sich veranlasst sahen, militärische Hilfe von dem Regierungspräsidenten in Düsseldorf zu requirieren. Letztere Requisition wurde nicht entsprochen. Also das Militär wurde diesmal nicht geschickt. Das konnte sonst durchaus vorkommen. Solche Begebenheiten erinnern an ältere Formen des Volksprotestes und der Pöbelexzesse, die in der Pauperismuskrise des Vormärz häufiger zu sehen waren, aber auch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch nicht verschwunden waren, besonders in den großstädtischen Unterschichten. Haben wir diese Art sozusagen des Sozialprotestes noch als Teil der Lebenspraxis. Aus Sicht der bürgerlichen und obrigkeitlichen Fremdwahrnehmung zeigte sich bei solchen Gelegenheiten das Bild der gefährlichen Klassen. Die durch mangelnde Disziplin und Selbstbeherrschung, zweifelhafte Moral, Alkoholexzesse und die Neigung zur Gewalt die Ordnung herausforderten. Je mehr sich die Sozialdemokratische Partei und die vielen Arbeitervereine im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts zu Ordnungsmächten eigener Art entwickelten, desto mehr geriet allerdings diese wilde Seite des proletarischen Machismo, dieses Männlichkeitskultes, an den Rand der Arbeiterbewegung. In der Frühzeit war die Trennlinie noch nicht so scharf gezogen, sodass die Angst vor dem politischen Umsturz und die Angst vor der Auflösung der bürgerlichen Ordnung und Disziplin im Syndrom der Revolutionsfurcht sich verbinden konnte. Das lässt sich zum Beispiel auch in der Deutung der Pariser Kommune erkennen. Die ist nach ihrer Niederschlagung von verschiedenen Ausschüssen der französischen Nationalversammlung untersucht worden. Und man hat in diesen Studien und Untersuchungen immer wieder versucht, die Aufständischen nicht als politische Akteure, sondern als Mörder, Brandstifter, Plünderer, Säufer und Tagediebe zu stigmatisieren. Also das sozusagen entpolitisierende Deutung gehört auch dazu. Also, so in etwa kann man die Ausgangskonstellation beschreiben, in der sich die sozialdemokratische Arbeiterbewegung nach der Reichsgründung entwickelte und 1875 mit dem Zusammenschluss der Eisenacher Richtung und der Lasallianer zur Sozialistischen Arbeiterpartei SAP ab 1890 erst SPD konsolidierte. Aufgrund des allgemeinen gleichen Männerwahlrechts
war die Partei von Anfang an im Reichstag vertreten und konnte einen wachsenden Wähleranhang verzeichnen. Ein Faktor, der nicht wenig zu ihrer öffentlichen Wahrnehmung beigetragen hatte. Die Reichsregierung unter Kanzler Bismarck hat die sozialdemokratische Arbeiterbewegung bekanntlich mit großem Misstrauen beobachtet und sich in mehreren Anläufen bemüht, ihre Handlungsspielräume zu beschränken, die Bewegung an den Rand zu drängen und die Partei letztlich zu unterdrücken. Ein erster Versuch, die radikale Opposition durch ein restriktives Pressegesetz mundtot zu machen, scheiterte 1874 noch an den Liberalen. Ein zweiter Anlauf, diesmal über eine Verschärfung des Strafgesetzbuches, durch die die Aufreizung zum Klassenhass, wie es hieß, unter Strafe gestellt werden sollte. Auch dieser Vorstoß fand keine Mehrheit im Reichstag. Und Sie wissen es, das Blatt wendete sich erst 1878, nachdem zwei Attentate auf den Kaiser stattgefunden hatten, die der Kaiser überlebt hat. Attentate, die fälschlicherweise den Sozialdemokraten zugerechnet wurden, die aber für die nötige Stimmung sorgten. Und dann ein neu gewählter Reichstag sorgte auch für die entsprechenden Mehrheiten für ein Ausnahmegesetz gegen die Sozialdemokraten. Also das Gesetz gegen das berüchtigte Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie, das Sozialistengesetz, das von 1878 bis 1890 in Kraft blieb. Das ermöglichte das Verbot aller sozialdemokratischen Vereine, aller Versammlungen, aller Publikationen. Lediglich das Reichstagswahlrecht blieb unverändert, sodass die Sozialdemokraten weiter für den Reichstag kandidieren konnten und auch gewählt wurden und so weiter an einer sehr prominenten Stelle prominent waren. Die politische Rhetorik, mit der die Kampagne gegen die Roten Reichsfeinde geführt wurde, war schrill und relativ eindeutig. Das Ausnahmegesetz sei erforderlich zur, Zitat, Rettung der Gesellschaft vor Mördern und Mordbrennern, vor den Erlebnissen der Pariser Kommune. So Bismarck 1878. Und an anderer Stelle hier heißt es bei Bismarck, die jährliche Vermehrung der bedrohlichen Räuberbande, mit der wir gemeinsam unsere größeren Städte bevölkern, erzwingt die Solidarität der Notwehr. Bereits im Mai 1871, als August Bebel im Reichstag die Pariser Kommune verteidigt hatte, sei ihm, Bismarck, klar geworden, dass die Sozialdemokraten der innere Feind seien, gegenüber dem sich der Staat im, Zitat, Zustand der Notwehr befinde. Also das Menetekel dieser Pariser Erhebung von 1871 war 7 Jahre nach dem Ereignis noch ganz präsent und jetzt agitatorisch abrufbar. Und da komme ich jetzt hoffentlich, ja, komme zu meiner ersten Folie. Das ist eine zeitgenössische Karikatur aus dem englischen Punch, die sehr bekannt geworden ist und eben zeigt hier Bismarck, wie er den Teufel aus der Kiste holt, nicht? Den revolutionären Teufel, das Schreckgespenst, das jetzt hier herbeizitiert wird, um Stimmung für dieses Sozialistengesetz zu machen. Die Frage, ob nun dieses Sozialistengesetz von 1878 ein Ausdruck ernstzunehmender Revolutionsfurcht oder demagogische Stimmungsmache gewesen war, das ist in der Bismarck-Forschung und in der Kaiserreichsforschung immer wieder kontrovers diskutiert worden. Eine frühe Arbeit von Werner Pölz Anfang der 60er Jahre zu Sozialistenfrage und Revolutionsfurcht hat argumentiert, dass Bismarck und die Reichstagsmehrheit tatsächlich von einer glaubwürdigen Angst vor der Revolution getrieben worden seien. Eine Angst, die zwar keine reale Grundlage hatte im Handeln der Sozialdemokraten, denn sie hatten mit den Attentaten nichts zu tun und waren auch sonst nicht so gestimmt, also keine reale Grundlage gehabt, aber trotzdem subjektiv eine authentische Bedrohungswahrnehmung abgebildet hat. Die Politik gegenüber der Sozialdemokratie sei, so die Interpretation von Pölz, in den 1870er und 1880er Jahren, Zitat, von einer bis zur Revolutionsüberzeugung gesteigerten Revolutionsfurcht bestimmt gewesen. Der ostdeutsche Historiker Dieter Fricke, der nur wenig später eine auch heute noch lesenswerte, wenn auch ideologisch sozusagen gefärbte, aber trotzdem sehr substanzielle Studie zur Geschichte des Sozialistengesetzes vorgelegt hat. Also Dieter Fricke sah in der Unterdrückungspolitik Bismarcks dagegen den Ausdruck brutaler Klassenherrschaft und warf Pöls wiederum eine, wie er sagt, psychologisierende Überbetonung der Revolutionsfurcht Bismarcks vor.
starke Beachtung hat, in den 1970er, 80er Jahren eine Deutung gefunden, die in besonderer Schärfe von Hans-Ulrich Wehler in seinem vielgelesenen Kaiserreichsbuch vertreten worden ist. Er und andere, Dieter Groh etwa, sahen im Sozialistengesetz wie bereits im Kulturkampf vor allem eine kühl eingesetzte Herrschaftstechnik. Eine Herrschaftstechnik, wie das dann formuliert wurde, der negativen Integration, die darauf beruhte, die Mehrheit der Kaiserreichsgesellschaft und der reichstreuen Parteien durch ein möglichst dramatisch gezeichnetes Feindbild zusammenzuscharen. So, das war sozusagen die Interpretation, die Wähler und andere vertreten haben. Und hier nochmal eine zeitgenössische Karikatur, wieder aus dem englischen Punch von 1879, wo sich jetzt, wo der Zeichner vermutet, dass jetzt in Zukunft sogar die Bismarck sich mit den Papisten, mit dem Papst zusammentun würde, um diese revolutionäre Bedrohung der Sozialdemokraten, Sie sehen es da durch die Tür, da werden die Brandfackeln der Revolution gestreckt, zu stemmen. Also ein Wechsel sozusagen in dem bevorzugten Feindbild. Zunächst ging es gegen die Katholiken in den frühen 70ern, Kulturkampf, jetzt die Sozialdemokraten. Und beides, das wäre die Interpretation von Wähler, Groh und anderen, ein kühl kalkuliertes Machtspiel, um sich Mehrheiten im Reichstag zu sichern, politische Projekte wie etwa die Schutzzollpolitik durchzubringen. Der amerikanische Historiker Otto Pflanze, letzte Interpretation, die ich kurz einführe, hat diese Deutung von Wähler und anderen in seinen Bismarck-Studien in den 1980er Jahren zurückgewiesen. Zitat, dem Kulturkampf vergleichbar hatte auch die antisozialistische Kampagne der Jahre 1878 bis 1890 den Charakter eines innerdeutschen Präventivkrieges. Die Furcht vor einer unsicheren Zukunft, die Kulturkampf und Sozialistengesetz auslöste, war fraglos echt nicht simuliert, so Otto Pflanze. Der späte Wähler, Hans-Ulrich Wähler, scheint sich auch eher in diese Richtung bewegt zu haben. Von negativer Integration ist jedenfalls in seiner großen Gesellschaftsgeschichte, dieses mehrbändige große Werk, in dem Teil, wo es um Sozialistengesetz geht, nicht mehr die Rede. Stattdessen betont Wähler 1995 jetzt in seiner neuen Interpretation die Ambivalenz der Bismarckschen Sozialistenpolitik. Zitat, auf der einen Seite gab es eine genuine Furcht und Sorge vor ihren radikalen Fernzielen der Sozialisten. Auf der anderen Seite wurde diese Angst machiavellistisch ausgenutzt. Auf diese Interpretation, das ist eine gute Historikerinterpretation, nicht sowohl als auch, und da müssen wir abwägen und so, da können sich wahrscheinlich viele verständigen sich drauf. Sie hat allerdings den Nachteil, dass sie an Schärfe verliert. Nicht? Das ist dann so dieses Wägen. Mit der Verabschiedung des Sozialistengesetzes setzte eine 12-jährige Verfolgungszeit ein, in der alle Organisationen und Publikationen der sozialistischen Arbeiterbewegung, aber auch anderer linker, kritischer Gruppen, etwa anarchistischer Couleur, verboten waren. Viele Funktionäre wanderten ins Gefängnis, wurden ausgewiesen, gingen ins Exil. Bekanntlich hat das ja alles nichts genützt. Und das Sozialistengesetz ist, gemessen an den Intentionen seiner Erfinder, grandios gescheitert. Als es 1890 nicht mehr verlängert wurde, bekam die Partei in den Reichstagswahlen, die Sozialdemokratische Partei, 20% der Stimmen und stellte von da an bis 1914 die stärkste Parlamentsfraktion. Also alles vergebene Liebesmühe mit dieser Unterdrückungspolitik, der Aufstieg war nicht aufzuhalten. Das werde ich jetzt nicht weiter verfolgen, sondern möchte die Frage nach dem Stellenwert der Revolutionsfurcht jetzt in der Folgezeit, also nach Erlass des Sozialistengesetzes, mit Blick auf die politische Polizei weiter verfolgen. Dazu muss man sich nochmal vor Augen halten, dass es so etwas wie eine reichsweite politische Polizei, überhaupt so etwas wie eine reichsweite Polizei nicht gegeben hat. Die föderale Struktur des Reiches, ähnlich wie die föderale Struktur der Bundesrepublik, verhinderte das. Polizeisachen waren Sache der Einzelstaaten. Und das wurde damals schon als problematisch diskutiert. Also wie kann man sozusagen in dieser hochgradig heterogenen Situation mit solchen Problemen wie diesen angenommenen revolutionären Bedrohungen umgehen können. Es ist aber zu erkennen, wie bei der preußischen Polizei und hier vor allen Dingen bei der Berliner Polizeibehörde de facto immer mehr Kompetenzen und Kapazitäten zur Überwachung der mutmaßlichen Reichsfeinde zusammenliefen. Wir haben also einmal einen de jure Zustand von großer Heterogenität, aber faktisch lief hier vieles schon in Berlin zusammen.
Nach den Kaiserattentaten von 1878 und dem Erlass des Sozialistengesetzes wurde die Berliner politische Polizei deutlich gestärkt und zu einer zentralen Überwachungsinstitution in Preußen und bis zu einem gewissen Grade auch im Reich ausgebaut, obwohl das mehr auf einer informellen Ebene geschah. Im September 1878 erhob man diese politische Polizei zu einem selbstständigen Geschäftsbereich innerhalb des Berliner Polizeipräsidiums und sie umfasste zu dieser Zeit immerhin 148 Beamte und einige sozusagen feste Freie, wie man so sagen würde, so Spitzel, die dann zuarbeiteten und zulieferten. Das war schon eine ganz erkleckliche Zahl und es zeigt, wie jetzt in dieser Situation, die als Bedrohungssituation perzipiert wurde, diese Überwachungskapazitäten ruckartig ausgebaut wurden. In kurzer Zeit hatte sich der Personalbestand der politischen Polizei verfünffacht und die ihr zur Verfügung stehenden Mittel versechsfacht, also die finanziellen Mittel. Die Hauptaufgabe war die Durchsetzung des Sozialistengesetzes, vor allem die Überwachung aller Aktivitäten der Sozialdemokraten, die Beobachtung von Versammlungen, die Überprüfung von Reisenden, Funktionären, die man namhaft machte, Überwachung von Gasthöfen, die Observierung bekannter Agitatoren, die Kontrolle einschlägiger Lokale und so weiter. Treibende Kraft des Polizeiausbaus war der Berliner Polizeipräsident Guido von Mardey. Sein Feindbild glich interessanterweise in vielem noch den Imaginationen, die schon die Aktivitäten des postrevolutionären Polizeivereins der 1850er Jahre angetrieben hatten. Am 25. Juli 1878, keine zwei Monate nach dem zweiten Attentat auf den Kaiser, wo er schwer verletzt worden war, notierte von Mardey in einem geheimen Bericht, dass man es nicht allein mit der Gefahr durch deutsche Sozialisten zu tun habe, sondern mit einer, wie er schrieb, internationalen revolutionären Liga. Diese Internationale arbeitete, ich zitiere wieder, streng diszipliniert, einheitlich geleitet und unbedingt einem Haupte gehorchend, also eine zentrale Leitung. Und sie sei in Deutschland, England, Frankreich, der Schweiz, Belgien und in Österreich-Ungarn aktiv. Ihre Pläne, ich zitiere wieder, sind die denkbar weitgehendsten. Sie binden sich weder an Ort, Raum, Entfernung oder Staat. Sie haben eine vollständig universelle Natur. Hierzu kommt die Bewegung ihrer Mitglieder, die bald hier, bald dort, bald unter diesem, bald unter jenem Namen auftauchen und wieder verschwinden und denen Reisen von Hunderten von Meilen völlig irrelevant erscheinen. Diese Verbindung, welche auch unzweifelhaft mit Geldmitteln reich versehen ist, steht das Polizeipräsidium, also dieser Verbindung, steht das Polizeipräsidium beinahe machtlos gegenüber. Ja, es ist nicht ausgeschlossen, dass ihre Pläne geradezu unter den Augen der Polizei hier in Berlin gefasst werden. Ende des Zitats. Dass er es mit einer groß angelegten, internationalen, revolutionären Verschwörung zu tun hatte, stand für von Mardey fest. Auch wenn ihm, wie er schrieb, Art und Umfang dieser Bewegung, noch einmal Zitat, absolut unklar sind. Also sozusagen seine eine Vision eines diffusen Gegners, aber genaues weiß man nicht. Man fühlt sich eigentlich, wenn man das liest, an den berühmten Eröffnungssatz im Kommunistischen Manifest erinnert, Sie kennen den alle, der Satz, den Marx und Engels da 1848 schrieben, ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst des Kommunismus. Alle Mächte des alten Europas haben sich zu einer heiligen Hetzjagd gegen das Gespenst verbündet. Der Papst und der Zar, Metternich, französische Radikale und deutsche Polizisten. Ende des Zitats. Und so wie Marx und Engels 1848 die Bedeutung der kleinen kommunistischen Sekten ihrer Zeit maßlos überschätzten und übertrieben, so realitätsfern wirkt auch diese Phantasmagorie einer geisterhaften revolutionären Verschwörung, deren Angehörige nach Belieben Identitäten und Räume wechselten, wie dieser Guido von Mardey dort aufs Papier brachte. So überzogen diese Feindbildprojektionen waren, so legitimierten sie doch den Aufbau eines geheimpolizeilichen Beobachtungssystems und Berichtswesens. Ursprünglich plante von Mardey ein umfassendes Agentennetz mit Residenten in London, Paris, Genf, Wien, Budapest, Krakau, Brüssel sowie in den wichtigsten außerpreußischen deutschen Städten. Hamburg-Altona, das ist wahrscheinlich das nächstgelegene von hier aus, Leipzig, Chemnitz, München, Frankfurt,
Breslau, Königsberg, Barmen-Elberfeld. Das waren die Orte, die hier mit diesem Informantennetz überzogen werden sollten. Das war nur teilweise realisierbar, nicht alle Pläne sind da in Erfüllung gegangen, aber die von den Agenten beschafften Informationen über den Stand der sozialdemokratischen Aktivitäten im Untergrund lieferten zusammen mit regelmäßigen Berichten, so aus dem preußischen Verwaltungsapparat, den Regierungspräsidenten, eine breite Informationsbasis. Und auf dieser Grundlage kompilierte dann das Berliner Polizeipräsidium zusammenfassende Lageanalysen, die anfangs halbjährlich, später jährlich als geheime Hintergrundinformationen an rund 150 höhere Beamte und Dienststellen im In- und Ausland gingen. Also Beobachtung, Informationssammlung und Verteilung dieser Informationen, um diesen angeblich revolutionären Kräften habhaft zu werden. Bis 1813 entstanden so 34 große Berichte, die zunächst als Übersichten über die allgemeine Lage der sozialdemokratischen und revolutionären Bewegungen, dann ab 1898 als Übersichten über die allgemeine Lage der sozialdemokratischen und anarchistischen Bewegungen firmierten. Hier finden Sie so einen Aktendeckel, unter dem sich der Bericht von, was steht da, 1887 verbarg im Archiv. Diese Berichte bilden für uns eine interessante Quelle, wenn wir diese Wahrnehmung dieses angenommenen Gegners aus dieser politisch-polizeilichen Perspektive studieren wollen. Nun ist es hier nicht möglich, dieses umfangreiche Material, das inzwischen in drei voluminösen Bänden, die von Dieter Fricke und Rudolf Knaack, also dieser Dieter Fricke, dieser DDR-Historiker, hat die ediert. Der letzte Band ist in den 90er Jahren, also nach dem Ende der DDR erschienen. Also in drei umfangreichen Bänden liegt dieses Material inzwischen gut zugänglich vor. Das kann ich hier nicht im Einzelnen untersuchen. Wie sich nun die Feindbilder und die Vorstellungen von einer drohenden Revolution veränderten. Und soweit ich das sehe, ist das auch noch eine ausstehende Forschungsaufgabe. Ich glaube, das hat noch keiner so genau gemacht. Und es würde sich lohnen, da mal richtig reinzugehen und en Detail zu schauen, wie jetzt in dieser Zeit ab 1878 diese Gegnerperzeption sich veränderte. Also das kann ich hier nicht machen. Und ich möchte mich nur auf einen Aspekt beschränken, der schon in dieser veränderten Namensgebung der Berichte, die ich eben zitiert habe, anklingt. Die Unterscheidung von Sozialdemokraten und Anarchisten, die später sozusagen explizit gemacht wird. Dahinter steckt nach meinem Eindruck ein längerfristiger Differenzierungsprozess in der Wahrnehmung dieses Gegners. Zu Beginn tendierten die Berichte dazu, Sozialdemokraten und Anarchisten als zwei Varianten der revolutionären Bewegung zu sehen und dabei eng zusammenzurücken. Der Herausgeber der Berichte, ich hatte ihn schon zitiert, Dieter Fricke, der beklagte sich 1993, als er den ersten Band herausgab, in seiner Einleitung darüber, dass die Aufmerksamkeit, die die politische Polizei den Anarchisten eingeräumt hätte, Zitat, in keinem Verhältnis zu ihrer tatsächlichen Bedeutung gestanden hätten. Und auch hätte von Mardey und seine Leute hätten nicht genügend zwischen den aus Frickes Perspektive bösen Anarchisten und guten Sozialdemokraten unterschieden, sondern hätten sie viel zu sehr ineinander gemengt. Die Methode, wie Fricke meinte, revolutionäre Sozialdemokraten mit den Anarchisten schlechthin gleichzusetzen, diente zur Rechtfertigung eines noch brutaleren Vorgehens gegen jene. Und wenn man da reinguckt, dann kann man sehen, dass die Berichte der frühen 1880er Jahre in dieser Hinsicht tatsächlich widersprüchlich sind. Einerseits vermerkten sie nämlich immer wieder, dass sich die Sozialdemokraten im Rahmen der Legalität versuchten zu bewegen, um den Behörden keine Angriffsfläche zu bieten und sich von den Anarchisten distanzierten. Der Anarchismus war in Deutschland immer ein sehr kleines Phänomen, aber in den 1880er Jahren gab es auch als Folge dieser Verbotspolitik einen gewissen Aufschwung und eine Formierung anarchistischer Gruppen, die auch Attentate in den frühen 1880er Jahren unternahmen. Davon distanzierten sich die Sozialdemokraten Bebel, Schliebknechtscher Art immer sehr scharf. Das Verhältnis der Sozialdemokraten zu den Anarchisten bzw. Mostianern, ich hatte Most eben zitiert, so, das war wie früher Sozialdemokrat, dann geht er zu den Anarchisten und wird
einer der wortgewaltigsten Stimmen des Anarchismus, geht nach London, dann später nach den USA und ist da ein ganz emsiger Schreiber und Agitator, wenn er mal wieder in Freiheit war. Meistens saß er dann im Gefängnis wegen irgendwelcher Delikte. So, also von den Mostianern setzten sich die Sozialdemokraten äußerst scharf ab. In England und der Schweiz, so hieß es in dem Überwachungsbericht, sind wiederholt Prügeleien zwischen ihnen vorgekommen. So wird 1884 berichtet. Trotzdem konstatierte man andererseits in diesem Bericht, dass, Zitat, die Grundanschauung der Sozialdemokraten und der Sozialrevolutionäre, da meinte man jetzt die Anarchisten mit, ganz dieselben sind und beide Parteien lediglich in der Wahl der Mittel voneinander abweichen. So, wenn man aber weiterliest und ein bisschen mehr in die Details geht, dann zeigen die Detailberichte über sozialdemokratische und anarchistische Aktivitäten im In- und Ausland, dass die Analytiker beim Berliner Polizeipräsidenten die grundsätzlichen Unterschiede zwischen beiden Richtungen sehr wohl sahen. Während etwa von einer Anarchistenversammlung in Paris berichtet wurde, dass diese habe, Zitat, die Ausrottung der Monarchen, Kapitalisten und Pfaffen durch die Propaganda der Tat dringend empfohlen, hieß es von den deutschen Exilsozialdemokraten wiederum in der Schweiz, dass sie in demonstrativer Weise die Taten der Anarchisten zu verabscheuen erklären. Also in der Detailbeobachtung wird schon aufmerksam registriert, hier wie diese oppositionellen und im Prinzip sich revolutionär verstehenden Strömungen in unterschiedliche Richtungen gehen. Also vorbehaltlich einer etwas genaueren Analyse dieses Berichtswesens ist mein Eindruck, dass die Analysen der politischen Polizei mit der Zeit deutlicher zwischen der legalistisch agierenden Sozialdemokratie und den anarchistischen Gruppen und ihrer terroristischen Strategie unterscheiden. Und der Wechsel in der Titulierung der Berichte Ende der 1890er Jahre macht dies explizit deutlich. Die Revolutionsfurcht der Regierenden und der politischen Polizei hatte sich immer ganz besonders an der Vorstellung einer konspirativ geplanten gewaltsamen Erhebung festgemacht. Und je stärker jetzt die Erwartung gewaltsamen, revolutionären Handelns auf die anarchistischen Gruppen sich konzentrierte, umso weniger wurden die Aktivitäten der sehr legalistisch agierenden Sozialdemokraten noch mit dem Schreckbild der Revolution assoziiert. Das wäre sozusagen ein gewisser Trend in der Gegnerwahrnehmung, der mir plausibel erscheint. Achso, ich habe hier noch einen Anarchisten mitgebracht, da ist er. So, Karikatur eines Anarchisten, auch aus den 1880er Jahren. Der, naja, hier so mit allen Utensilien, die man so als ordentlicher Anarchist hat, nicht? Der Dynamitkoffer unterm Arm und die Pistole in der Hand und der dicke Knüppel und der Dolch im Gewande und so. Darunter steht übrigens, ich weiß nicht, ob Sie das lesen können, wenn die so aussehen, wirklich die Anarchisten, dann wäre es ja ganz einfach, sie alle wegzufangen, aber sie sehen eben nicht wirklich so aus. Also es ist, die wird so gespielt mit diesem Stereotyp und dem Feindbild und darauf hingewiesen, dass das letztlich auch so ein Schreckbild ist, was da von der Propaganda erzeugt wird. Diese Veränderung, also was ich jetzt versucht habe, ja einen Punkt zu machen, war diese intensive Beobachtung der unterdrückten, aber im Untergrund emsig aktiven Arbeiterbewegung, da kann man so eine gewisse Differenzierung zwischen Sozialdemokraten und diesen radikalen, Propaganda der Tat betreibenden Strömungen erkennen. So, diese Veränderung in der Außenwahrnehmung korrespondierte mit dem Wandel der Revolutionsvorstellungen und Erwartungen in der sozialistischen Arbeiterbewegung. Das wäre sozusagen ein zweiter Punkt, nächster Punkt, den ich hier gerne entwickeln möchte. Nachdem die nationale Frage ja 1871 nicht revolutionär und großdeutsch unter Einschluss Österreichs von unten, sondern autoritär, kleindeutsch, preußisch und von oben gelöst worden war, begannen nicht nur die revolutionären Naherwartungen im Kreis der politischen Linken zu verblassen. Auch die Vorstellung, die führende Sozialdemokraten von der Revolution hatten, veränderten sich. Dieter Groh, ich hatte schon mal auf ihn hingewiesen, hat das in einer klassischen Studie, die inzwischen schon recht ehrwürdiges Alter hat, ich glaube in den 70ern oder so erschienen ist, aber immer noch, glaube ich, analytisch trifft. Dieter Groh hat das auf den Begriff des revolutionären Attentismus gebracht. Attentismus, Abwartehaltung, so eine revolutionäre Abwartehaltung.
In einer ja, verflachten Marx-Rezeption gingen die führenden Köpfe der Sozialdemokratie, so wie August Bebel und Wilhelm Liebknecht, mehr und mehr von der Annahme aus, die innere Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaft wird von sich aus auf eine Situation der Destabilisierung und letztlich des Zusammenbruchs hintreiben. Diesen Prozess könne und solle man nicht beschleunigen, sondern müsse ihn letztlich abwarten. Zwischenzeitlich habe man sich auf die Organisation und die Schulung des Proletariats zu konzentrieren, dem nach dem Kollaps der alten Ordnung die politische Macht zufallen würde. So sozusagen die jetzt natürlich wiederum von mir vereinfachte Denkkonstruktion. Diese abwartende Haltung, diese abwartende Revolutionshoffnung wurde zusätzlich durch die große wirtschaftliche Depression ab 1873 stimuliert, die von den linken, an Marx geschulten Beobachtern als die letzte große Krise des Kapitalismus interpretiert wurde. Auch Friedrich Engels deutete die Revolution im Jahr 1886 als letzte Phase der kapitalistischen Wirtschaft vor dem Ausbruch der, wie Engels sagt, unvermeidlichen sozialen Revolution. Bebel teilte das, diese Vermutung, und prognostizierte in den 1880er Jahren eigentlich jedes Jahr mehrmals den großen Kladradatsch, so wie Bebel das formuliert hat. 1885 schrieb er an Engels in einem Brief: Ich lege mich jeden Tag mit dem Gedanken schlafen, August Bebel, dass das letzte Stündlein der bürgerlichen Gesellschaft in Bälde schlägt. Zitat Ende. Und diese Formulierung bringt diesen, was der revolutionären Attentismus genannt hat, besonders treffend zum Ausdruck. Die Revolution, das war ein Ereignis, das von den Sozialdemokraten quasi im Schlaf erwartet wurde. Irgendwann wird sie kommen, so, und dann sind wir da. Und wenn es nicht die finale Krise des Kapitalismus ist, die dem bürgerlichen System den Garaus macht, so eine weitere unter Sozialdemokraten populäre Vermutung, dann würde es sicherlich der kommende große Krieg sein. August Bebel ging ab den frühen 1880ern davon aus, dass ein fast notwendig zu erwartender europäischer Krieg sehr wahrscheinlich die ersehnte Revolution, eben den großen Kladderadatsch, auslösen würde. Und von Friedrich Engels stammt ja die berühmte Prognose vom Dezember 1887. Ich weiß nicht, ob sie hier schon mal zitiert worden ist, vielleicht in der letzten Woche. Von Engels, der als Resultat eines künftigen europäischen Krieges mit seiner ungeheuren Vernichtungsgewalt erwartete, dass, Zitat, dass die Kronen zu Dutzenden über das Straßenpflaster rollen und niemand sich findet, der sie aufhebt. Ende des Zitats. Diese Vorhersage von Engels ist natürlich erstens bemerkenswert, weil sie sich 1918 auf so unheimliche Weise bewahrheitete. Zweitens deckt diese englische Revolutionserwartung sich mit der Revolutionsfurcht auch der herrschenden Mächte. Bismarck hat im gleichen Jahr 1887 im Zusammenhang mit den Verhandlungen über den geheimen Rückversicherungsvertrag zwischen Russland und Deutschland seine Sorge vor einem möglichen europäischen Krieg artikuliert, der unweigerlich revolutionäre Umbrüche nach sich ziehen werde. Zitat Bismarck: Der Krieg, sei er nun siegreich oder nicht, wird die Revolution in mehr als einem Land entfesseln. Ende des Zitats. Und auch er war hellsichtig. Und drittens schließlich wies diese Revolutionsprognose von Engels, wie auch diejenige, die Prognose, die auf die Krise der kapitalistischen Wirtschaft setzte, wies diese Revolutionsprognose der Arbeiterbewegung eine passive Rolle zu. Der zukünftige Krieg, den zukünftigen Krieg, den konnte man und musste man, gewollt oder ungewollt, abwarten, um sich dann für die Übernahme der Macht bereitzuhalten. Diese Abkehr von einem proaktiv gedachten Revolutionsszenario lässt sich schließlich auch daran erkennen, wie sich die deutsche Sozialdemokratie, ja, da wollte ich hin, im späten Kaiserreich zur Frage des politischen Streiks positionierte. Nochmal ein weiterer Aspekt jetzt der Inspektion, welche Vorstellungen von Revolution waren hier eigentlich vorhanden. Aus Sicht der Polizeibehörden waren große Arbeitskämpfe nicht allein wirtschaftliche Auseinandersetzungen zwischen den Arbeitsmarktparteien, sondern eine potenzielle Gefahr für die politische Ordnung. Der überraschend ausgebrochene große Bergarbeiterstreik im Jahre 1889 führte die überforderten preußischen Polizeibehörden
zu der völlig irrigen Annahme, die treibenden Elemente hinter diesem großen Streik seien die staatsgefährlichen, auf den Umsturz der bestehenden Gesellschaftsordnung gerichteten Bestrebungen gewesen. Ende des Zitats. Obwohl die Sozialdemokraten unter den Bergleuten des Ruhrgebiets einen äußerst schweren Stand hatten, die hatten mit denen nämlich überhaupt nichts am Hut, das waren eher gute Katholiken, die da im Ruhrbergbau tätig waren, nahm man von Seiten der Obrigkeit den 1889er Streik zum Anlass für eine umfassende Verstärkung der regionalen Polizeikräfte. Also hier sehen Sie nochmal diese Revolutionsfurcht, die sich jetzt hier an den wirtschaftlichen Auseinandersetzungen und an Streikbewegungen festmacht. In der sozialdemokratischen Massenstreikdebatte nach der Jahrhundertwende zeigte sich allerdings, dass die obrigkeitliche Sorge, sozialdemokratische Agitatoren könnten eine Streikbewegung zur revolutionären Mobilisierung nutzen, unbegründet war. Inspiriert durch Streiks zur Wahlrechtsfrage in Schweden und Belgien, auch inspiriert durch einen weiteren großen Bergarbeiterstreik im Ruhrgebiet im Januar 1905 und durch die sozusagen Wahrnehmung der ersten russischen Revolution im gleichen Jahr 1905, debattierte man in der SPD und in den Gewerkschaften in den Jahren 1905, 1906 darüber, ob man Massenstreiks, wie der Terminus hieß, politische Massenstreiks, als Instrument zur Durchsetzung der eigenen Ziele befürworten sollte und ob man sie einsetzen sollte. Die freien Gewerkschaften sprachen sich klar dagegen aus. Sie hielten nichts davon, Streikbewegungen zu politisieren. Die SPD dagegen positionierte sich zunächst in eine etwas andere Richtung. Ein Parteitag in Jena beschloss im September 1905, dass man den Massenstreik zwar nicht als offensives Kampfmittel, wohl aber als Abwehrinstrument gegen eine mögliche Einschränkung des Wahlrechts oder gegen eine Einschränkung des Koalitionsrechts, also das Recht, Gewerkschaften zu bilden, zu streiken, dass man ihn dafür akzeptieren würde. Aber schon ein Jahr später wurde diese sehr beschränkte Öffnung zum politischen Streik schnell wieder kassiert. Im Mannheimer Abkommen vom September 1906 räumte die SPD den Gewerkschaften faktisch ein Vetorecht gegen politische Streiks ein, die damit auch ausgeschlossen waren. Ohnehin hatte man ja, ich hatte es schon darauf hingewiesen, die politischen Streiks nur zur Verteidigung des Wahl- und Koalitionsrechts für legitim gehalten, also zur Sicherung gerade der systemimmanenten Partizipationsrechte, die die Ordnung und die Verfassung des Kaiserreiches, wenn auch mit Mängeln, Begrenzungen, gewährte. Also wenn man überhaupt über das also ein politisches Streikrecht nachdachte, dann zur, im Grunde zur Sicherung der Partizipationsrechte, die man ohnehin schon hatte. Nicht zuletzt die antirevolutionäre Unterdrückung unter dem Sozialistengesetz hatte in Kombination mit dem modernen Reichstagswahlrecht die Fokussierung der sozialistischen Arbeiterbewegung auf die Wahlkämpfe und die Parlamentswahlen erheblich verstärkt. An der Wahlurne konnte man seine Popularität und die breite Resonanz der Sozialdemokratie in der Bevölkerung beweisen. Und die von Wahl zu Wahl steigenden Stimmenanteile zeigten das, bis zum Spitzenergebnis von 34,8% im Jahre 1912. Also wenn man das mit heutigen Entwicklungen vergleicht, dann, naja, Sie können den Gedanken fortsetzen. Dann merkt man, wie große Unterschiede hier bestehen. Also das war die große Zeit des Aufstiegs der Sozialdemokratie. Wir erleben gegenwärtig eine Zeit des krisenhaften Niedergangs wohl. Als die SPD nach den Reichstagswahlen 1890 erstmals zur stärksten Parlamentsfraktion geworden war, entfachte dies beim alten Friedrich Engels in London noch einmal Revolutionshoffnungen. Der 20. Februar, der Wahltag, ist der Tag, an dem die deutsche Revolution eröffnet wird, meinte er. Und weiter, Engels, in 3 Jahren können wir die Landarbeiter haben. Kein Landarbeiter hat Sozialdemokraten gewählt. Aber jetzt in 3 Jahren, ja, da werden wir sie vielleicht auch noch kriegen. Und dann haben wir die Kernregimenter der preußischen Armee. Dann ist die ganze alte Wirtschaft kladderadatsch und wir herrschen. So die Prognose. Nun ja, so ist es nicht gekommen. Aber selbst in diesem Szenario, das sich der alte Engels da 1890 ausmalte, sollte ja der Durchbruch durch die Wahlen kommen, nicht durch die revolutionäre Erhebung. Die Sozialdemokratie ist eine revolutionäre, aber keine Revolution machende Partei, hat dann Karl Kautsky die Sache im Jahr 1900 auf den Punkt gebracht. Also so hatten sich die Verhältnisse verschoben. Wenn hier einerseits
festgestellt worden ist, dass sich die politisch-polizeiliche Beschreibung der revolutionären Bedrohung im Laufe der 1880er Jahre, 1890er Jahre von der pauschalen Stigmatisierung aller linken Kräfte entfernte und dass sich andererseits die sozialistische Arbeiterbewegung von einem proaktiven, aktiven Revolutionsverständnis verabschiedete, heißt das nicht, dass nicht in der antisozialistischen Agitation und Publizistik des Kaiserreichs weiter das Feindbild des aufrührerischen Sozialdemokraten gepflegt und die Furcht vor der Revolution geschürt wurde. Dem fleißigen, integrierten, politisch unauffälligen Arbeiter wurde der gefährliche, aufrührerische, sozialdemokratisch verhetzte Arbeiter gegenübergestellt, der oft dazu auch noch moralisch disqualifiziert wurde. Hier haben Sie nochmal eine Karikatur aus dem wahren Jakob. Da können Sie wahrscheinlich die Details nicht so gut erkennen, aber es ist so, dass hier im Grunde bespöttelt wird, die Angst, die herrscht, wenn der sozialdemokratische Volksredner ins Dorf einzieht. Ja, wo ist hier der? Ja, da. Hier, da wird die Sturmglocke geleitet vom Priester. Hier, die wendet sich die Geistlichkeit entsetzt ab. Hier ist Angst und Not, da kommt der sozialdemokratische Agitator, alles rettet, rennet, flüchtet, einschließlich des Federviehs und der Schweine. Aber dann hier oben redet er und findet eine aufmerksame, gespannte Zuhörerschaft. So, das karikiert jetzt diese Vorstellung von den vaterlandslosen Gesellen, die im Grunde genommen noch das Huhn vom Hof stehlen oder so. Ja, das ist sozusagen, die spielt mit diesem Stereotyp, dass das nicht nur politisch suspekte Gestalten sind, sondern auch moralisch unlautere Gesellen. Besonders der 1903 als Reaktion auf die sozialdemokratischen Wahlerfolge gegründete Reichsverband gegen die Sozialdemokratie tat sich mit solch einer Agitation hervor. Und immerhin in den 10 Jahren bis zu Beginn des Krieges sollen an die 47 Millionen Flugblätter von diesem Reichsverein produziert, verteilt worden lassen. Und diese Propagandaschriften des Verbandes attackierten die Sozialdemokraten einerseits als politische Gefahr, als reichsfeindliche, vaterlandslose Gesellen, andererseits wurden sie moralisch diskreditiert. Schnöder Materialismus und freie Liebe wurden angeprangert, die Sozialdemokraten angeblich forderten. Die Sozialdemokraten würden, Zitat, allen rohen Instinkten und den niederen Leidenschaften der Massen frönen. Sie mobilisierten, Zitat, vaterlandsloses, gewalttätiges, glaubensloses, unzufriedenes und begehrliches Gesindel. Wenn die Sozialdemokraten zur Herrschaft gekommen sei, Sozialdemokratie zur Herrschaft gekommen sei, drohe, Zitat, ein Massenmord gegen alles Andersgesinnte und die Reichen würden abgeschlachtet. Also diese wüste Hetze versuchte noch einmal diesen älteren Pöbeldiskurs zu mobilisieren, so von diesen unteren Schichten, diesen gefährlichen Klassen, dieser Hefe der Gesellschaft, die da irgendwie im Verborgenen gegen die bürgerliche Gesellschaft sich auflehnte, versuchte man, um die politische Arbeiterbewegung jetzt aus der nationalen Gemeinschaft auszugrenzen. Die inzwischen reformistisch gewordene Sozialdemokratie setzte dagegen ihre Respektabilitätsansprüche, ihre Parteidisziplin und ihre Wahlerfolge. Ich komme zum Schluss. Noch ein kurzer Blick aus einer anderen Perspektive auf diese Transformation des Revolutionsverständnisses und der Revolutionsfurcht im Kaiserreich. Sie wissen wahrscheinlich, dass Google, das böse oder gute Google, jedenfalls Google, einen sehr großen Korpus an Literatur digitalisiert hat und jetzt über das Format Google Books zur Verfügung steht. Können Sie sozusagen suchen und können dann in die Bücher reingucken, lesen. Meistens nicht alle Seiten, aber immerhin. Und einige von Ihnen kennen vielleicht auch dieses Instrument, was Google bereitstellt, den sogenannten Ngram Viewer. Das ist eine Suchmaschine, mit der man in diesen riesigen Textbestand, der da von Google digitalisiert worden ist, diesen riesigen Textbestand nach Suchworten durchgehen kann. Und die Suchmaschine liefert dann grafische Darstellungen, die angeben, wie hoch der Prozentsatz der Worthäufigkeit ist, eines bestimmten Wortes zu einem bestimmten Jahrgang, zu dem Schriften erschienen sind. Und da wollte ich Ihnen mal ein, zwei ganz interessante Ergebnisse zeigen. Wenn man das für den deutschen Textkorpus macht und das Wort Revolution eingibt, dann kommt solch eine Kurve raus. Das geht los, der Betrachtungszeitraum 1800 bis 1914.
Und die Kurve zeigt jetzt an, den Prozentsatz, das sind natürlich alles extrem kleine Prozentwerte, Prozentsatz die relative Häufigkeit dieses Wortes, Revolution, in der Gesamtwortmenge von Schriften, die in dem jeweiligen Jahr erschienen sind. So ist das Prinzip. So, dann können Sie sehen, wie die Häufigkeit dieses Wortes Revolution in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in solchen Wellen ansteigt und dann um 1848, das ist ziemlich naheliegend, ein absolutes Maximum erreicht und dann aber im Laufe der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts relativ abnimmt an Häufigkeit. Also die Prominenz des Revolutionsbegriffes nimmt hier ab. So, jetzt könnte man alle möglichen methodischen Probleme dabei sehen bei diesem Verfahren, das ist völlig klar und man darf das keinesfalls überlasten mit Interpretation. Aber so als Trendbeobachtung könnte man das schon nehmen. Das gleiche Bild bekommt man, wenn man das Wort Umsturz eingibt. Hier sind die Ausschläge ein bisschen heftiger, aber auch die Grundtendenz ist, ab Mitte des 19. Jahrhunderts nimmt die relative Häufigkeit dieses Begriffes ab, die Prominenz dieses Wortes sinkt. Was haben wir hier? Aufstand ist nicht ganz so deutlich, aber auch das hat eine solche Richtung. Interessant wird es, wenn man das noch etwas differenziert und unterscheidet die Häufigkeit der Wendung politische Revolution versus soziale Revolution. Die blaue Kurve gibt die Häufigkeitsentwicklung an der Wortfolge politische Revolution. Und da können Sie das Grundmuster sehen, was Sie schon kennen, also um 1848 und folgende ist da der Höhepunkt und dann tröpfelt es raus. Aber die Wendung soziale Revolution, die macht Karriere, also nimmt zu, diese Wortkombination häuft sich. Und da könnte man jetzt dann anschließen Erwägungen, ob sich hierin widerspiegelt eine Verschiebung in der Vorstellung von Revolution und was das bedeutet, dass es weniger die politische Ordnung als die sozialen Verhältnisse sind, die mit dem Begriff der Revolution assoziiert werden. So, eine letzte Kurve, die nochmal von Anarchisten und Sozialdemokraten handelt. Also wenn Sie eingeben, was habe ich reingegeben? Sozialdemokraten und Anarchisten. Die Anarchisten sind hier mit der roten Kurve. Dann sehen Sie, dass in der Zeit des Anfängen des Sozialistengesetzes die Häufigkeit beider steigt, dann aber die Anarchisten sozusagen nicht mehr so besonders viel Beachtung finden. Und wenn man das Ganze jetzt noch verlängert bis hin zum Beginn des Ersten Weltkrieges, dann sehen Sie, wie prominent die Sozialdemokraten sozusagen als Gegenstand von Textproduktion im Kaiserreich werden, wenn der Anarchismus da irgendwo als Randerscheinung dümpelt. Also das wäre jetzt eine ganz andere Annäherung an das Thema, wie jetzt dieses Verständnis und die Prominenz von Revolution in der zeitgenössischen Wahrnehmung sich veränderte. Ich komme zum Schluss mit 1, 2, 3, 4 Punkten, glaube ich, die nochmal zusammenraffen. Also, Revolutionserinnerung, Revolutionsfurcht, Revolutionserwartungen, die gehörten mit zum Gründungskontext, wenn auch nicht zum Gründungsnarrativ des Deutschen Kaiserreiches. Und davon wird die folgende Geschichte mit beeinflusst. In der sozusagen politischen Realität handelt es sich ja bei der Reichsgründung eher um eine Revolution von oben. Und Bismarck ist ja manchmal als weißer Revolutionär bezeichnet worden. Aber die Erinnerung, dass Revolution etwas anderes ist, angefangen von 1789, die wirkt hinein in diese Kaiserreichsgesellschaft. Das prägte die politische Kultur des Kaiserreiches nachhaltig, vor allem in den ersten beiden Jahrzehnten. Die revolutionspräventive Begründung des Sozialistengesetzes, ich hatte darüber gesprochen, war sowohl taktisch, machtpolitisch, als auch spiegelte auch eine authentische Wahrnehmung möglicher Risiken wider, so realitätsfern sie auch gewesen sein mögen. Die politisch-polizeiliche Beobachtung und Analyse dieser jungen Arbeiterbewegung und sich dann entfaltenden Arbeiterbewegung ist stark durch das Revolutionsnarrativ geprägt worden. Aber es gibt Indizien, dass diese Perzeption sich veränderte mit der Zeit. Diese Entwicklung von
Konfliktvermeidung und Legalismus auf Seiten der Sozialdemokratie, die Handlungsspielräume, die das Reichstagswahlrecht eröffnete, das beeinflusste die Wahrnehmung durch die politische Polizei und andere. Und in der Differenzierung zwischen Anarchisten und Sozialdemokraten kann man das sehen. Der Revolutionstopos, sozusagen das Bild der Revolution, die Revolution als Begriff und als mögliches Ereignis, blieb im Selbstverständnis der Sozialdemokraten im Kaiserreich präsent und auch im Fremdverständnis, also was man von ihnen hielt, wurde rhetorisch aufrechterhalten, aber faktisch entleert. Und zwar, würde ich mal behaupten, von beiden Seiten faktisch entleert. Der Burgfriede, der ja nicht lange hielt, von 1814, ist ein Indiz dafür, dass er überhaupt möglich war, als Propagandafloskel und auch zum Teil als soziale, kulturelle Realität, spiegelt diese Entleerung auch wieder. Und als dann 1918, die Ereignisse passierten, die hier den Anlass für diese Vorlesungsreihe geben, da wurde ja die Mehrheitssozialdemokratie von den Ereignissen mehr oder weniger dann doch überrollt. Als der von Generationen von Sozialdemokraten erwartete große Kladderadatsch dann endlich da war, ja, da wusste man nicht so recht, wie man damit handeln sollte, aber letztlich handelte man dann doch. Und das ist aber das Thema wahrscheinlich eines anderen Vortrags. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.